Kurz nach 9 Uhr treffen Marco Striller und Co. am Euro-Airport ein. Der Abflug Richtung Süden ist angesagt. Die Reise führt zum vierten Mal innerhalb 4,5 Jahren nach Lissabon. Zum Auftakt in die Europa League wartet ausgerechnet die schwierigste Aufgabe aller Gruppenspiele. Wir sind bereit für das Spiel und wir wissen, was uns erwartet in Lissabon. Und es ist immer schwierig zu sagen, ob das jetzt gut oder nicht gut ist. Ich glaube, dass es in der momentanen Situation gut ist, dass wir einen Gegner haben, der uns sicher wird fordern, der sehr aggressiv wird sein und eine gute Stimmung im Stadion wird sein. Und das brauchen wir im Moment. Und ja, da müssen wir dagegen geben. Ein starker Gegner, gegen den der FC Basel in den letzten 4 Jahren 4-mal gespielt und 4-mal verloren hat. Natürlich soll sich dies endlich ändern. Doch klar ist, dass Basel in diesem Spiel wieder einmal in der Rolle des Außenseiters ist. Auch wenn die letzten Erinnerungen an Lissabon äußerst positiv sind. Lissabon ist ja auch nichts Unbekanntes, waren wir ja vor einem Jahr auch. Haben ein tolles 1:1 bei Benfica abgeholt. Und wenn es morgens Ähnliches gelingen würde, wäre ich damit schon zufrieden. Ein Punkt aus der Hauptstadt Portugals mit nach Hause bringen ist also das große Ziel. Sporting Lissabon ist der klare Favorit und Basel fühlt sich in der Außenseiterrolle ganz wohl. Ich glaube, dass es mit dem Spiel an sich nichts zu tun hat auf dem Platz, aber mit der Einstellung, wie man auf den Platz gehen kann. Man begegnet dem Fußball anders und das ist das Besondere. Und so Spiele kommen ja für uns nicht so häufig vor, dass man sagen kann, okay, heute ist die andere Mannschaft Favorit. Das Mittelfeld mit Fabian Frey, Diaz und Stocker besteigt das Flugzeug um 8:50 in Basel. Hello und willkommen an Bord. Knapp 3 Stunden später hat der FCB-Tross das Ziel erreicht und wird in Lissabon bei fast 30 Grad empfangen. Willkommen zurück im Hochsommer.